Sehen wir uns einmal den Pulsar APX Herb Vaporizer an. Dieses Modell ist kompakt, diskret und bietet dem Benutzer 5 verschiedene Temperaturstufen, die für zufriedenstellenden Dampf sorgen. In der Box findest du den Pulsar APX Herb Vaporizer, ein USB-Ladekabel, 5 Filter, eine Reinigungsbürste, ein Füllwerkzeug, ein Set Pinzetten und einen Wachsbehälter. Und wenn du bei uns bestellst, kannst du optional einen Zeus Bolt Grinder aus anodisiertem Aluminium dazu erhalten. Zunächst empfehlen wir, das Gerät zu sterilisieren. Um das zu tun, drücke die Power-Taste an der Vorderseite des Geräts 5-mal, um es schnell einzuschalten. Drücke und halte dann die Power-Taste, um die Temperatur auf die nächsthöhere Stufe zu bringen. Wiederhole diesen Schritt so lange, bis du auf die Höchsttemperatur von 428 Grad Fahrenheit oder 220 Grad Celsius kommst. Einmal soweit wird das Gerät mit dem Heizen beginnen, also lass es einen vollen Zyklus durchlaufen. Nach 5 Minuten wird der Pulsar APX in den Ruhemodus übergehen, weshalb er durch Drücken der Power-Taste für 3 Sekunden wieder zum Heizen gebracht werden sollte. Wiederhole diesen Vorgang weitere 3 Male, um die Sterilisierung abzuschließen. Dadurch wirst du jegliche Herstellungsöle los, die beim Zusammenbau des Modells in sein Inneres gelangt sein könnten. Wenn das erledigt ist, bist du bereit, das Modell mit frisch gemahlenen Kräutern zu befüllen. Zum Mahlen deiner Kräuter empfehlen wir stets die Benutzung des Zeus Bolt Grinders. Der Bolt Grinder wurde speziell kalibriert, um deine Kräuter auf die ideale Konsistenz zu mahlen. Das bedeutet, dass sie fein genug sein werden, um in deinem Gerät zuverlässig vaporisiert zu werden, doch nicht so fein, dass sie durch ein Filtersieb hindurchfliegen würden. Entferne zum Befüllen des Geräts die Abdeckung, um die Heizkammern zu exponieren. Nutze dein Süßschäufelchen oder deine Finger, um frisch gemahlene Kräuter in die Heizkammer zu füllen. Bring das Mundstück wieder in seine ursprüngliche Position und schon bist du bereit zu vapen. Der Pulsar APX Vaporizer verfügt über 5 Temperatureinstellungen, die von den 5 LED-Leuchten an der Vorderseite des Geräts dargestellt werden und welche durch Drücken und Halten der Power-Taste umgeschaltet werden können. Leuchtet das unterste LED-Licht, heizt das Modell auf 356 Grad Fahrenheit oder 180 Grad Celsius. Brennt die zweite Leuchte, befindet es sich in der zweiten Stufe von 374 Grad Fahrenheit oder 190 Grad Celsius. 3 bedeutet 392 Grad Fahrenheit oder 200 Grad Celsius. Die vierte Stufe liegt bei 410 Grad Fahrenheit oder 210 Grad Celsius und auf Stufe 5 beträgt die Temperatur 428 Grad Fahrenheit oder 220 Grad Celsius. Wir empfehlen für beste Ergebnisse das Vaporisieren zwischen 374 Grad Fahrenheit oder 190 Grad Celsius und 410 Grad Fahrenheit oder 210 Grad Celsius, was dem Bereich zwischen Stufe 2 und 4 entspricht. Um dieses Modell zusammenzufassen, möchte ich dir gerne noch die Schlüsselfeatures des Pulsar APX vorstellen, die ihn zu so einem herausragenden Modell machen. Beim ersten handelt es sich um die Portabilität des Pulsar APX. Dieses Modell ist 10,5 cm hoch und 3 cm breit, was es sehr einfach mitzunehmen macht. Es passt in die Hosen- oder Handtasche und kann für die einfache Mitnahme auch im Zeus Armor Case aufbewahrt werden. Zweitens wäre da die Benutzerfreundlichkeit des Pulsar APX. Das Gerät hat nur einen einzigen Knopf und 5 eingängige Temperaturstufen. Es ist leicht zu befüllen, säubern und laden und die einfache Funktionalität macht es zu einem grandiosen Vaporizer für Einsteiger sowie echte Kenner. Das dritte Feature ist die Temperaturflexibilität des Pulsar APX. Dieses Modell wird mit 5 voreingestellten Temperatureinstellungen zwischen 356 Grad Fahrenheit oder 180 Grad Celsius und 428 Grad Fahrenheit oder 220 Grad Celsius ausgeliefert und gibt dem Nutzer so die Möglichkeit, seinen Lieblingstyp von Dampf zu kontrollieren. Bei der Spanne wird das Gerät definitiv das Dampfprofil der meisten Nutzer zufriedenstellen. Der Pulsar APX ist ein großartiges Modell für alle, die einen einfach zu bedienenden und hochwertigen Vaporizer suchen, der stets effizienten und befriedigenden Dampf liefert. Ich bin Kevin von T-Vape TV. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen und an alle Kenner da draußen, keep vaping!